So, hallo und herzlich willkommen, Disney Infinity Freunde, zu einer neuen Folge Disney Let's Play Disney Infinity. Und zwar, das müsste jetzt Nummer 64 schon sein. Und ich habe es ja letzte Mal gesagt, wir gehen noch einmal in die Monster-Universität und schauen nochmal nach, ob wir da nochmal irgendwo vielleicht eine Aufgabe haben. Ansonsten rennen wir jetzt hier durch, machen so noch ein paar kleine so Zwischenquests und suchen noch ein paar Kapseln. Und ja, ich würde sagen, Freunde, wir fangen einfach mal an. Dieses Mal wieder mit Ton. Mein Aufnahmegerät hat die letzten drei Folgen ja ein bisschen rumgespackt. Muss ich ganz offen und ehrlich so sagen, wie es ist. Ja, jetzt habe ich es wieder im Griff gekriegt. Habe es leider auch zu spät gemerkt gehabt. Deswegen möchte ich mich da nochmal entschuldigen bei euch, dass ihr dort nur mein Gerede gehört habt. Und ja, also Freunde, wir schauen mal hier nach. So, zack. Missionslogbuch. Ist natürlich nichts verfügbar. So, Goldstern-Mission ist klar. Abgeschlossene Mission, ja. Verfügbare Mission. Sieht schlecht aus, Freunde. Sieht wirklich schlecht aus. Und ich glaube wirklich, das war es auch gewesen. Wir gehen in Spielzeuge und wir sehen aber, dass hier noch, ja, noch hier nicht alles freigeschaltet ist, was ich nicht kapiere. Irgendwas stimmt dann hier also nicht. Also, Freunde, Schrecktick, ja. Wir laufen jetzt einfach mal hier lang und schauen mal, ja, was wir eigentlich jetzt noch genau machen müssen. Weil ich sehe auch nichts Blaues oder sonst irgendwas. Ich kann hier nicht mit den anderen Monstern reden. Das Einzige, was ich hier machen kann, sind diese Aufgaben. Bist du bereit für eine Herausforderung? Ob diese Aufgaben nämlich dazugehören, das weiß ich jetzt nicht. Aber wisst ihr was, Freunde, wir machen die jetzt einfach mal. Ja. Sammle so viele davon. Diese Zeit gilt es zu schlagen. Machen wir jetzt erstmal 12 Stück. Und ihr seht davon auch, wir sind im Rückstand von den Schreck-Tech-Typen. Also kann es ja noch gar nicht zu Ende sein, deswegen. Genial! Ja, genauso wird das was. Ja, ist ganz schöner Kreis, ne, wenn man das so sieht, aber müsste eigentlich machbar sein. Du hast es geschafft! Genial! Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass wenn wir jetzt hier die ganze Zeit diese Aufgaben machen, dass wir dann irgendwie weiterkommen. Ich habe so das Gefühl, dass ich irgendwo hin muss, an so einem komischen Ort, den ich erst noch finden muss oder der mir bestimmt gesagt wurde. Ich müsste mir vielleicht mal die letzten Folgen anschauen nochmal. Außer natürlich, ihr wisst schon, was ich machen muss. Dann könnt ihr mir da natürlich auch mal bitte in die Kommentare schreiben. Das wäre gediegenst, Freunde. Das wäre gediegenst. Fantastisch! So, zieht sich hier alles ein bisschen hier mit den Ballons, weil alles sehr weitläufig ist. Ihr seht es ja selber. Fantastisch! Aber sollte eigentlich locker flockig machbar sein. Starkes Finish! Genau, zack. So, machen wir gleich auch nochmal auf schwer, natürlich. Jetzt müssen wir bestimmt 40 sammeln. 50 in 2 Minuten. Okay, ja, natürlich ist machbar, aber muss auch alles beim ersten Mal sofort klappen, natürlich. So, ich gebe mal alles hier auf den Freien. So, das hier, zack, 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 das muss alles viel schneller gehen hier, Mike. Katsching. Genial. Nein, seht ihr, das war natürlich jetzt schon wieder doof. So was darf nicht passieren, gehen wir aus dem Weg hier. Ich muss Zeit aufholen, Zeit, Zeit. Hallo. Das kostet Zeit, Freunde. Das kostet Zeit. Ich muss wenigstens 25 in unter einer Minute haben, damit ich noch eine Minute Zeit habe. Fantastisch! Okay. Zack, 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 zack. Genial! Zack. Muss ich hier hoch zufällig? Nee, ne? Ah, okay. Hier geht's weiter. Zack. Fantastisch. Zack, zack.
alles hier an den Gebäuden. Ne? Was ist da los? Sieht gut aus. Zack. So, drei Stück in 40 Sekunden. Das wird ja wohl hier, zack. Gleich hast du es. Jawohl. War doch einfacher, als ich gedacht habe. Ich habe gedacht, 50 Stück. Oh, das wird kritisch. Du hast gewonnen. Aber guckt euch das an. Immer noch 37 Sekunden Zeit gehabt. Alles locker flockig. Na, so haben wir die Aufgabe ja auch gedingst gemacht. Selbst er redet hier... Hallo? Selbst er redet hier nicht mehr mit mir. Voll doof. Ich fühle mich so einsam und alleingelassen. Und was ich auch... Das weiß ich jetzt aber nicht genau, weil ich kann mich natürlich nicht mehr an alle Folgen erinnern, die ich aufgenommen habe. Habe ich eigentlich hier diesen Tresor geöffnet gehabt schon? Mit den, wo man da alle Figuren braucht, dann öffnet sich doch so ein Tresor und da findet man dann eine neue Toybox-Welt des jeweiligen Levels und, was war da noch? Ja, viele kleine Figuren. Und so was alles. Da war da so viel Sachen, Möglichkeiten. Ich weiß es wirklich schon nicht mehr, Freunde. Mal hier gucken. Ah, hier ist nur diese Paintball-Aufgaben. Die habe ich ja schon alle... Ja, hast genau. Du schon mal gewonnen? Die habe ich ja schon alle gemeistert. Heißt, ich kann ja auch wieder zurück jetzt. Mission verfügbar stand da, aber wo? Ich sehe nichts verfügbar. Hallo, 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 so. Zick. Ich kann die auch nicht aussuchen, dass ich irgendwo was suchen muss oder sonst irgendwas hier. Das hab... Ach so. Das sind so kleine Sachen, die ich vielleicht noch auch so machen muss, ne, kann das? Hier kaufe ich jetzt mal. Mal gucken, was da so passiert. Ob da jetzt sich was Neues entwickelt. Nee, oder? Jo. Aha. Wir müssen also die Sachen kaufen, um neue Aufgaben zu machen. Naja. Ha, wer hätte das gedacht? Ich nicht, Freunde. Wenn ihr was für eure Schule tun wollt, dann helft mir doch, die Fledermausflügeligen Plagen zu verjagen, die überall auf dem Campus lauern. Okay. Jawohl, endlich wieder neue Aufgaben hier. Wurde auch mal Zeit, Freunde. Wurde auch mal Zeit. Man muss einfach nur hier die Sachen kaufen und schon geht's hier weiter. Wer hätte... Das hätte ich nie gedacht. Ach, war ja nur eine. Gut. So, kann ich jetzt hier weitere Missionen aussuchen oder so? Ja, zufällig finde ich jetzt keine. Aber ich kann ja natürlich auch, glaube ich, mehr Spielzeug noch kaufen. Ja, das Fahrrad jetzt nicht unbedingt, aber das hier. BMX-Rampe. Ja. Kann man mal kaufen, mal gucken, was damit gleich passiert. Ja, kaufen wir auch. Okay. Machen wir erstmal weiter jetzt. Deine Lieferung. Meine Lieferung. Ist da. Dahin ist meine Lieferung. Zack. Warum steht denn jetzt hier eine BMX-Rampe? Das ist doch schon dezent uncool. Warum hier? Hör weg, der Postbote. Ich will mal gucken, ob hier nichts ist. Deine Lieferung ist da. Bajing, mein Fahrrad, mein Horrorfahrrad. Unter der Rampe.
So, wo geht's jetzt weiter? Weiter. Stopp. Wartet mal. Wir machen mal Missionslogbuch. Ja gut. Derzeit eine aktive Mission finden, ja. Aber zeigt mir nicht an, wo. Ne, das finde ich jetzt doof. Das heißt, ich muss auch bestimmt in andere Gebiete wieder rein. Die Frage natürlich ist, in welches Gebiet? Ich gehe mal jetzt hier lang. Ich bin mal so frei. Weiter. Ich bin auch manchmal ein bisschen langsam, ne? Das finde ich auch nicht so cool. So, jetzt bin ich bei den Schrecktecks. Ja, noch nicht, wenn ich hier mal den Weg kriegen würde, hier vernünftig. So, jetzt bin ich bei... Ach, guck mal hier. Seht ihr, jetzt ist der grüne Pfeil da. Das heißt, hier sind neue Missionen. So, ich nehme jetzt mal einen anderen hier drauf. Denn ich habe hier auch zwei neue Disney Infinity Münzen. Mal gucken, was die zu bedeuten haben. Von den Serie 2 nämlich. Einmal hier Star Command Schild, Chance auf Unverwundbarkeit und Elektroladung, Chance auf zusätzliche Gesundheit, alles klar. Zack, ich pack mal den Rendell drauf, Randy. Passt. Juhu. Wie komme ich jetzt da hoch? So nicht. Da oben habe ich gesehen, da oben ist die Mission nämlich. Die Musik ist auch so ein bisschen chillig, ne? Da komme ich jetzt nicht so hin. Warum geht das nicht? Ah. So. Laufe ich mal hier lang. Mal gucken, wo ich jetzt lang komme. Mal die grüne Kapsel dabei schön einpacken. Und dann da hoch. Genau, von hier aus nach da. Die rote Kapsel mitnehmen. Und dann stehe ich hier wieder. Von der anderen Seite vielleicht gucken. Könnte klappen. Wie viele Kapseln da noch überall waren. Habt ihr das gesehen? Richtig krass. Da ist die Aufgabe. Juhu! Zack. Das Einzige, was noch hässlicher ist als Schrecktech-Studenten, sind die Gargoyles auf ihren Gebäuden. Wickle sie in Klopapier ein, damit die Schrecktech-Typen wissen, was wir von ihnen halten. Gut. Machen wir. Ah, da fängt sofort schon an. Ha. Achso, nee. Das war ja hier, ne? Genau. Klopapierwerfer, zack. So, zack, Klopapierwerfer. Badjing, 1 von 6. Okay. Ob ich da treffe von hier hinten? Der war zu weit. Ja, ich glaube, das wird schwer. Deswegen spring ich mal eben hier rüber. Nimm dabei die grüne Kapsel hier mit. Und versuche nochmal von hier zu treffen. Ja, genau so wird es gemacht. Zack. Ne, bleib mal ruhig da oben hier. So, zack. Genau. Warum ist die schöne Musik jetzt weg? Was soll das? Batsching! Ah, ein Stück höher. So müsste passen. Ja, er war zu hoch.
Mal so gucken. Yes, zack. So, und die nächsten beiden sind da hinten. So sieht das aus. Jetzt bin ich auch noch runtergefallen. Oh nein, jetzt muss ich da wieder hoch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Boah, viele Kapseln sind hier. Und ihr seht ja, dass viele grüne Kapseln. Muss ich noch alle holen dann. Aber ich würde sagen, Freunde, da das jetzt ja auch hier gedingst weitergeht, können wir das auch eigentlich weitermachen erstmal, oder? Was sagt ihr dazu? Ich glaube, ja. Machen wir. So zwei, drei Folgen machen wir noch dazu. Und dann gehen wir mal wieder, ich glaube, in die Welt von The Lone Ranger. Ja, so machen wir das, auf jeden Fall. Ja, ich muss da hoch. Alles dezent uncool. So, zack. Klopapier weg. Einmal schrecken. Einmal hier hoch. So, jetzt müsste ich den treffen eigentlich. Selbst da oben ist eine grüne Kapsel, Freunde. Selbst da oben ist eine. Das ist schon dezent krass. Okay, ich glaube, das klappt nicht. Nee. Okay, müsste ich auf die andere Seite rüber? Passt aber, kriegen wir noch hin. Katsching. So, die grüne Kapsel nehmen wir natürlich auch noch mit. So, was lassen wir nicht hier, Freunde? Grüne Kapseln sind immer gut. Da gehe ich ja drauf ab, auf grüne Kapseln. Da bin ich ja ganz offen und ehrlich, Freunde. Ein Stück höher. So müsste es passen. Ah, ein Stück tiefer. Yes. Ja, Freunde, Aufgabe damit auch erledigt. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Zeit. Und ja, Freunde, wie gesagt, weil es ja hier jetzt weitergeht und wir den Weg zusammen gefunden haben, würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge damit dann auch weiter. In dem Sinne, Freunde, bin ich raus. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten, Zuhören, alles an Rauch. Wünsche euch noch einen schönen Tag und sage dann ja, bis zum nächsten Mal.